Willkommen zu einem neuen Let's Play Together mit dem, Moment, jetzt muss ich mich entscheiden. Weird? Nennen wir dich Weird oder? Ja, wegen mir. Läuft. Wegen Weird nennen wir ihn Weird, alles klar. Und wir spielen heute Orcs Must Die 2, wie man vielleicht noch nicht aus dem Titel lesen konnte, des Videos. wir fangen von neu an, um einfach alles mitzunehmen irgendwie. Ich mache mal auf bereit und versuchen irgendwie jetzt auch das Spiel ein klein wenig zu erklären. Beziehungsweise ich selber habe es kaum gespielt bis jetzt, erst ein Vollprofi. So sollte es also enden. In der Falle. Weiß ich nicht. Ist das Video wichtig? Was gerade unglaublich laut ist bei mir. Ja, das ist halt die Einführung von der Story, aber so viel Story gibt's halt, ganz ehrlich, ihre Könige. Nicht bei dem Spiel. Jetzt würden sie meinen Untergang besiegen. Du gehst gerade ein bisschen unter mit deiner Stimme doch beim Video, aber naja. Wie aus dem Nichts. Ja, du kannst es auch einfach skippen. Er war anders. So. Zerbrechlich. Ich spürte Macht aufkommen. Nur ein winziges Rinnsal. Nicht mal genug, um auch nur die Gedanken eines einzelnen Orks zu beeinflussen. Ja, weg. Wer das Video sehen will, muss das halt woanders gucken. Du hast einen, Ach ja, richtig, ich habe mir einen Kürbis aufgesetzt. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung warum. Okay, ich muss mich erstmal ein bisschen gewöhnen an... Moment, warum haben wir denn jetzt schon 6 Waffenslots? Also als ich das erste Mal gespielt habe, im ersten Level hatte ich nur 3 irgendwie. Jo, das ist halt Koop. Du kriegst auch insgesamt halt am Ende, wenn du Koop spielst, nicht bis zu 10. Sondern halt jeder bis, glaube ich, 6. Damit das halt ein bisschen, musst du das dann quasi am Ende ein bisschen aufteilen, wer halt welche Fallen und Waffen und sonst Zeug nimmt. Okay. Also ich hatte letztes Mal, meine ich, auch Koop, jetzt bin ich verwirrt. Was willst du denn für Fallen und Waffen nehmen? Ich habe nur 3, also. Ach so, ja, welche hast du denn? Dann kann ich ja die andere nehmen. Du müsstest eigentlich im Spellbook sehen können, welche ich genommen habe. Wirklich? Ah ja, richtig. Ja. Eine Eisbodenfalle und eine... Ach, diese Säurefallen, die sind ja super. Ja, genau, das ist dann halt der Standardkram, den ich einfach hab. Ja, dann tue ich meine Pfeilwand weg, dann kannst du deine Säurefallen machen. Ja. Kurz mal Level angucken. Brauchen wir hier... Ja, hier kann man Deckenfallen installieren, oder? Jo, denk schon. Also ich meine, kannst du ja sehen, wenn du die auswählst und dann irgendwie... Ja. Ich weiß nicht, darf man das oder wählt man die dann automatisch schon aus, dass man die... Nee, also erst wenn du das erste Mal eine von den Fallen auch wirklich baust, dann ist deine Auswahl halt festgelegt. Okay, gut. Dann probiere ich das mal aus. Deckenfallen sind hier bestimmt ganz lustig. Ja, man kann die bauen. Oh, ich kann da so eine Boulder Trap hinbauen, so eine Riesensteinfalle, die Steine auf die Gegner fallen lässt. Ganz praktisch. Ja, komm, dann würde ich sagen, machen wir das auch so. Ich habe noch die Teerfallen, die baue ich dann auch noch dahin, wenn es hart auf hart kommt. Aber ich würde gerne meinen Speer wegtun, weil ich den Klingenstab eher, sagen wir mal, nicht so gut finde. Alter Schwede, das hört sich bei mir an, als würdest du deine Tastatur vergewaltigen. Nee, das tue ich aber nicht. Ah, vielleicht ist mein Mikrofon einfach ein bisschen zu empfindlich eingestellt oder so. Hast du das am Laptop oder was hast du da? Nee, ich habe ein extra Mikrofon, also kein Headset, sondern quasi ein Mikrofon eins, das auf vor dir Tisch steht. Stehen. Genau. Ja. Ich baue jetzt hier so ein Ding hin. So, jetzt kann hier nichts anderes mehr hin, aber was soll's. Ja, Wandfallen bist du, wie gesagt, für verantwortlich und so, ne? Ah, genau, du hast hier die Teerfallen. Ja. Die sind eigentlich cooler als die Eisdinger, aber naja. Ja, das hat Jakob das letzte Mal auch gesagt, aber irgendwie... Machen die denn so langsam, oder? Ja, ich glaube, also spätestens wenn du sie upgradest, machen die halt echt langsam. Dann muss ich die mal upgraden. Gut, dann würde ich sagen, wir starten die Runde einfach, oder? Oh, wegen mir? Ich hab ja meinen Raketenwerfer, da kann nichts passieren. So, geh für Grady. Genau. Stimmt, hier war die Empfindlichkeit ja so hoch von den Tasten. Ich kann die auch, glaube ich, charmen, die Orks. Nee, einfrieren. Oder ich finde den das? Raketenwerfer immer noch so geil.
Man braucht einfach nichts anderes. Okay, ich kann auf jeden Fall hier so Orks charmen und dann. Okay. Ja, dann kämpfen die für uns, ne? Ich versuche die mal nicht anzugreifen, wenn es geht. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Weil. Autsch. Hallo, flieg mal weg. So. Wie viele Punkte? Okay, wir haben nicht mehr so viele Punkte. Heißt, wir müssen die erstmal mit der Hand ausschalten, ja? Machen wir die mal mit der Donnerbüchse platt. So. Die, die nah dran stehen. Das Schöne ist, dass der Raketenwerfer ja auch so stark für Fluggegner ist. Das finde ich echt gut. Ich habe den noch nie benutzt, aber nicht schlecht. Okay, das ist... ist auf jeden Fall sehr. Also ich glaube, der größte Bass im Video kommt tatsächlich zustande durch dein auf den Tasten herumhaue. Uiuiui. Das ist echt ganz nett. Naja, was soll's. Muss man halt mit klarkommen. Oh nein. Hier ist gerade einer rüber geflogen. Was? Oh. Und raus. Oh, oh. Hast du ihn erledigt? Nee. Toll. Nein, das perfekte Rating für das Level ist weg. Ist ja dramatisch. Ist es, ja. Und du bist schuld. Ich? Du hast ja klar, du hast ihn doch durchgelassen. Rüber gepustet. Ja, ja, jetzt wieder auf mich schieben, ne? Ich werde da hinten mal noch Deckenfallen hinbauen. Du kannst hier überall noch Säurefallen an die Wände pappen. Jo, mache ich. Ich habe gerade kein Geld, aber wenn ich gleich wieder welches hab, dann. Mhm. Okay. Ich habe da hinten noch ein paar Deckenfallen ergänzt. Ansonsten. Eieiei. Ich baller mal so ein bisschen mit dem Raketenwerfer wieder rein. Mhm. Verbraucht der beim normalen Schuss? Ja, der verbraucht beim normalen Schuss auch Mana, okay. Deswegen braucht der auch jetzt immer so lang zum Nachladen später. Das ist echt blöd, dass er so viel verbraucht. Da müsste man eigentlich ein bisschen mehr Mana noch skillen. Ja, es gibt ja so Trinkets. Damit kannst du mehr Mana bekommen. Ja. Sollte ich mal drüber nachdenken. Im Moment benutze ich mal ein bisschen die Donnerbüchse. Die ist auch ganz nett. So, hier gibt es keine Wände mehr. Ich kann noch hier hinten ein bisschen dran basteln. Ich finde das Schöne an dem Spiel, dass es keine Einheitenbegrenzung gibt für uns. Also wir können so viele Verteidigungen bauen, wie wir wollen. Es kommt halt nur darauf an, dass wir die so bauen, wie es am besten ist. Ja, das gilt nur für die Fallen. Es gibt auch die... kannst auch noch so Guardians quasi platzieren. Das sind dann halt so Bogenschützen und so ein Zeug. Und da gibt es eine Beschränkung. Okay. Na gut, die sind wahrscheinlich auch besser, oder? Dass die so rumlaufen können. Nee, die sind auch ziemlich stationär, aber die sind halt... keine Ahnung, zum Beispiel die Bogenschützen können halt einfach auch überall hinschießen. Und nicht nur auf eine bestimmte Stelle oder so. Ja, okay. Ja, also keine Ahnung, ich habe mein Geld alles ausgegeben, ich weiß nicht. Ich auch. Okay. Was genau machen die Eisfallen von dir? Die Eis, die sollten eigentlich Gegner teilweise irgendwie einfrieren. Ich weiß nicht, ob man das... Nö, sieht man nicht wirklich. Die scheinen recht viel effektiv zu sein. Wahrscheinlich gerade da ist einer eingefroren. Doch, doch, da wurde einer eingefroren. Also die frieren selten. Aber ich finde nett, wie die Skelette von den Orks noch stehen bleiben, wenn die versäuert wurden. Ja, das ist ganz cool. Ich meine, das haben die sowieso bei diesem Spiel extrem gut gemacht. Das ist, macht halt irgendwie sehr viel Spaß, diese Orks einfach zu zerschnetzeln.
Ja, das stimmt. Auf möglichst kreative Art und Weise. Ja. Ui. Geht auf einen Sekundärschuss auch was Nettes. Scheint wieder so ein Flächenangriff zu sein. Zack. So. Oh, das war's schon. Ja. Das war ja einfach. Level. Ja, und? 3 von 5 Skulls nur. Was kann ich, haben wir denn? Wir haben auch die Zeit irgendwie nicht geknackt. Na sowas. Naja. Bodenfalle. Stachelfalle. Genau. Zauberbuch. Gucken wir mal, was ich hier Neues machen kann. Bei Schmuckstücke ist das mit den neuen, mit mehr Mana, oder was ist das? Ja. Wenn das, denken wir, so heißt das auf Deutsch. Ihr habt das alle auf Englisch, aber ich möchte das eigentlich auf Deutsch haben, sonst muss ich immer alles übersetzen. Ja. Ja, das ist das vierte von oben, also ja, Schmuckstücke vermutlich. Da gibt's halt hier das, eine blaue Flasche. Eine blaue Flasche? Mhm. Ha. Hier gibt's so ein Mana-Zorn-Schmuckstück. Ja, passiv genau, höherer Mana-Vorrat. Hm? Genau, das ist das. Ah ja, richtig. Ja, das ist bei mir ausgegraut, weil es 13 Skulls kostet. So viel habe ich nicht. Ah, okay. Ja. Na gut, da muss ich noch ein bisschen warten. Hm. Dann spare ich da mal drauf. Finde ich ganz cool. Mehr Mana. Bereit. Will ich jetzt irgendwie Geld ausgeben? Ich glaube nicht. Bist du auch bereit?